Herzlich willkommen zum ersten Nachmittagsblock hier auf Bühne 2. Als erstes haben wir den Vortrag oder eigentlich eine Demo Nominatim für den Hausgebrauch. Nominatim sagt vielleicht nicht allen von euch was, aber wenn ihr schon mal auf openstreetmap.org was in das Suchfeld eingegeben habt, dann hat Nominatim euch diese Suchanfrage beantwortet. Das ist nämlich die Suchmaschine, die in OpenStreetMap drinsteckt. Die läuft auf den Servern, die kann man aber auch bei sich zu Hause auf dem Computer laufen lassen. Und für was das gut ist und wie man das macht, das wird euch Sarah Hoffmann erzählen, die Hauptentwicklerin von Nominatim. Viel Spaß! Willkommen zu dieser Demo-Session Nominatim für den Hausgebrauch, in der wir zeigen wollen, wie man einen Geocoder schnell bei sich zu Hause installiert. Nominatim, das ist der Geocoder für OpenStreetMap-Daten, das heißt, man kann damit Orte suchen auf der Welt oder, wenn man bereits eine Koordinate hat, die entsprechende Adresse ermitteln. Den meisten wird Nominatim vermutlich als Webservice bekannt sein unter nominatim.openstreetmap.org. Eigentlich ist der Server dafür da, die Suchbox auf OpenStreetMap.org zu betreiben, aber da wir auch öffentliche Nutzung zulassen, wird das natürlich rege genutzt. Und dabei nicht nur für Suchboxen, sondern auch für größere Geocoding-Aufgaben, wie die Dekodierung von langen Adresslisten oder, was besonders beliebt ist, die Position von Autos oder Paketen zu ermitteln. Das Problem dabei ist, dass der Server recht restriktive Nutzungsbedingungen hat. Wir lassen nur einen Request pro Sekunde zu, was bei großen Listen natürlich zu Problemen führt. Manche Leute versuchen da herumzuarbeiten mit komplizierten Server-Setups, aber eigentlich ist das überhaupt nicht nötig. Denn Nominatim ist nicht nur ein Webservice, es ist auch eine Open-Source-Software, die man relativ einfach bei sich selber installieren kann. Und dass das wirklich einfach geht, das wollen wir in dieser Session herausfinden. Ich habe dafür eine Adressliste rausgesucht. In dem Fall handelt es sich um die Liste der Schulen in Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein hatte sich vorgenommen, bis 2020 möglichst viele Schulen mit Glasfaser zu versorgen und stellt eine Liste zur Verfügung, wie das Projekt fortgeschritten ist. Das wollen wir gerne auf einer Karte anzeigen, um zu sehen, wie das funktioniert hat. Total gibt es 921 Schulen. Das heißt, wenn wir die Liste mit dem Webservice von Nominatim geocodieren wollten, würde es etwa 15 Minuten dauern. Was wir heute machen wollen, ist Nominatim installieren, Schleswig-Holstein importieren und die Liste lokal auf dem Rechner geocodieren. Das Ganze soll auch nur 20 Minuten dauern, also nur wenig mehr, als es mit dem Webserver gewesen wäre. Fangen wir also an. Ich habe hier einen Server vorbereitet mit einem Ubuntu 20.4. Alles, was wir sonst brauchen, werden wir in der Session installieren. Als allererstes sollte man, wenn man Nominatim installieren will, auf die Webseite nominatim.org gehen. Dort gibt es einen Link zu Installationsinstruktionen. Für die gängigen Linux-Betriebssysteme haben wir außerdem vereinfachte Installationsanleitungen vorbereitet, die man mehr oder weniger einfach kopieren kann. Und das ist genau das, was wir jetzt tun werden. Der erste Schritt besteht also darin, die nötige Software zu installieren. Das ist als allererstes PHP-CGI. Das tun wir. PHP-CGI hat den Vorteil, dass es den Webserver ersetzen kann. Das heißt, wenn man sowas Lokales machen will wie wir, dann muss man nicht umständlich Apache oder Nginx installieren. Als nächstes folgt eine ganze Liste von Software, die zum Teil zum Kompilieren benutzt wird. Zum Teil ist das natürlich Postgres, wo wir die Daten später importieren werden. Python wird für den Import selber genutzt und PHP für die Query-Abfrage. Während die Software installiert, können wir ein wenig über Hardware-Anforderungen reden. Das Minimum, was für eine Nominatim-Installation nötig ist, ist eine Maschine mit 2 GB RAM. Außerdem sollte man wenigstens 2 CPUs haben und SSDs, weil I/O doch noch relativ häufig benutzt wird. Für kleinere Installationen ist es nicht nötig, Postgres zu tunen. Bei größeren Importen sollte man das dann schon machen. Wir benutzen jetzt hier eine Maschine mit 8 GB RAM und 4 CPUs. Damit kann man Schleswig-Holstein in etwa 10 Minuten importieren. Für größere Imports sind natürlich größere Maschinen vonnöten. Wenn man den Planeten importieren will, empfehlen wir zurzeit 128 GB RAM sowie wenigstens 8 CPUs und etwa 1 TB SSD.
Damit kann man den Planeten in etwa 2 bis 3 Tagen importieren. Die Software ist fast installiert. Wir können also gucken, was der nächste Schritt ist. Die Installationsanleitung empfiehlt an dieser Stelle, einen eigenen User-Account für Nominatim zu installieren. Das braucht man aber nur, wenn man den Service als Webservice betreiben will. Das lassen wir also weg und wenden uns dem Postgres-Setup zu. Wie bereits gesagt, das Tuning ist bei so einer kleinen Installation nicht nötig. Was wir aber tun müssen, ist 2 User anzulegen. Zum einen wird ein User benötigt für den Import. Dieser User muss Super-User-Rechte haben. Und außerdem benötigen wir einen User für die Website. Den muss man anlegen, selbst dann, wenn man keinen Webserver installiert. Das tun wir jetzt. Ich werde die Datenbank unter meinem User installieren, daher noch mehr. Und ein User für den Webserver. Gut, damit kann Nominatim selber schon installiert werden. Das ist auch recht einfach. Es gibt einen Tarball, den man runterladen und auspacken muss. Die Installation besteht dann daraus, dass man die Software konfiguriert mit CMake, mit Make kompiliert und mit Make Install installiert. Zuerst kreieren wir allerdings ein Bildverzeichnis, wo wir das Ganze tun und dann mit CMake konfigurieren. CMake beschwert sich etwas, dass es Testtools nicht findet, das kann man aber ignorieren und schon kann man das kompilieren. Das Kompilieren dauert eine Weile, währenddessen können wir uns schon mal damit beschäftigen, wie der Import selber aussieht. Seit der Version 3.7 funktioniert der Nominatim-Import so, dass man zuallererst ein Projektverzeichnis anlegt, das für diese Datenbankinstallation gültig ist. In das Projektverzeichnis kommt zum einen die Konfigurationsdatei, zum anderen alle externen zusätzlichen Daten, die man eventuell noch benötigt. Das heißt, damit kann man auch wunderbar 2 verschiedene Installationen parallel betreiben, indem man 2 Projektverzeichnisse anlegt. Normalerweise ist die Konfiguration, die mit Nominatim kommt, schon sehr brauchbar. Ich möchte eigentlich nur auf 2 Konfigurationsoptionen hier hinweisen. Das eine ist Nominatim Database DSN. Damit kann man den Datenbanknamen ändern, in den Nominatim importiert wird. Das ist vor allen Dingen dann nützlich, wenn man mehrere Installationen parallel betreibt. Der Standardname ist Nominatim. Die andere Information ist Nominatim Import Style. In seiner Default-Konfiguration versucht Nominatim alle Daten von OSM zu kompilieren, die für die Suche nützlich sein könnten. Das sind die meisten Sachen, die einen Namen haben, sowie zusätzliche POIs, wie zum Beispiel Restaurants, Kaufhallen und so weiter. Bei spezielleren Aufgaben, wie wir das jetzt haben, wo wir wissen, dass wir Adresslisten dekodieren wollen, braucht man natürlich nicht alle diese Daten. Und dann kann man den Import-Style anpassen und etwas weniger Daten importieren. Insbesondere gibt es da den Admin-Style, in dem wirklich nur Städte, Kreise, Länder und so weiter importiert werden. Das ist also dann nützlich, wenn man ein grobes Reverse-Geocoding braucht. Wir benutzen jetzt den Adressstil. Der enthält alle Daten, die für Adressen nötig sind, also Hausnummern, Postleitzahlen, Straßen und so weiter. Gut, das tun wir jetzt. Wir legen also unser Projektverzeichnis an, was wir Schleswig nennen, und erstellen dann die Konfigurationsdatei namens .env. Und stellen den Importstand. Außerdem benötigen wir natürlich noch die Daten. Das macht sich immer gut, den Extrakt von der Geofabrik zu verwenden. Den laden wir schnell noch herunter für Schleswig-Holstein. Derweil ist Nominatim fertig kompiliert. Es muss noch installiert werden mit Make Install. Und wenn das geschehen ist, kann das Bildverzeichnis und die Source weggeworfen werden. Seit der Version 3.7 wird Nominatim jetzt ganz einfach mit einem einzigen Kommandozeilen-Tool namens Nominatim bedient. Mit diesem Tool kann man importieren, Daten updaten, verschiedene Administrationsaufgaben machen und man kann selbst die API abfragen. Das werden wir gleich sehen. Wir wollen jetzt importieren, das heißt, wir sagen Nominatim Import die OSM-Datei Schleswig. Gut, das wird jetzt eine Weile dauern.
Und währenddessen beschäftigen wir uns mit den Daten, die wir eigentlich geocodieren wollen. Das heißt, zuallererst müssen wir die Liste der Schulen herunterladen. Schauen wir sie uns kurz an. Wie bereits gesagt, ist das ein CSV mit dem Bezeichner der Schule, Straße, Postleitzahl, Ort und dem Datum der Inbetriebnahme. Wenn wir wie wir jetzt keinen Webserver installiert, gibt es zwei Möglichkeiten, wie man die Nominatendatenbank abfragen kann. Ich hatte bereits erwähnt, dass das Nominatem-Tool anbietet, Queries direkt über das Tool abzusetzen. Wenn wir uns das also zum Beispiel für Reverse angucken, kann man mit dem Reverse-Command dann auf die gleichen Parameter zugreifen, die man auch in der Web-API bekommen würde. Das Problem dabei ist, dass das sich mehr eignet für einzelne Anfragen. Wenn wir größere Listen machen wollen, kann dieses Tool doch etwas langsam werden. Deswegen gibt es eine zweite Möglichkeit. Nominatem bietet auch die Möglichkeit, einen kleinen Webserver zu starten. Normalerweise ist er dazu da für die Entwicklung. Aber wenn man lokal etwas geocodieren will, kann man den auch sehr gut nutzen. Bitte niemals in der Produktion einsetzen. Der Webserver ist verfügbar unter Localhost an Port 8080. Und das werden wir jetzt benutzen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das CSV anreichern kann mit den entsprechenden Deadlong. Meine bevorzugte Möglichkeit ist, ein kleines Python-Skript zu schreiben, und das ist, was wir jetzt tun. Python hat alle Tools, die wir dafür brauchen, bereits eingebaut. Als allererstes benötigen wir das CSV-Tool, um unsere CSV-Datei zu importieren. Das heißt, wir öffnen unsere Schulliste und einen Leser für CSV-Dateien. Damit nutzen wir den bequemen Leser, der uns Spaltennamen gibt, die dementsprechend was in der Datei steht. Außerdem sehen wir hier in der Datei, dass das CSV nicht wie gewöhnlich mit Kommas getrennt wird, sondern mit etwas, was verdächtig nach Tabs aussieht. Und das muss Python auch noch mitgeteilt werden. Das heißt, wir sagen, der Delimiter zwischen den Spalten ist das Tab. Damit haben wir die Datei geöffnet. Und natürlich müssen die Daten, wenn wir das Ladenorm angereichert haben, auch wieder herausgeschrieben werden. Was wir jetzt machen wollen, ist ein gleiches CVS herausschreiben mit zwei zusätzlichen Spalten, Latitude und Longitude. Das heißt, genauso wie gerade eben, öffnen wir einen Schreiber. Auch hier benutzen wir die bequeme Variante mit benannten Spalten. Die Ausgabedatei nennen wir Schulen.coort.csv und außerdem müssen wir ihm jetzt natürlich die Feldnamen geben, die Namen von den Spalten. Wie bereits gesagt, möchten wir eigentlich die gleichen Spalten ausgeben, wie sie in der Eingabedatei sind. Und die können wir abfragen mit dem Attribut FieldNames. Zusätzlich benötigen wir zwei Spalten, nämlich Latitude und Longitude. Die fügen wir einfach hinzu. So. Außerdem möchten wir, dass die Datei genauso aussieht wie die vorige. Das heißt, der Delimiter, auch hier hätten wir gerne einen Tab. Das allererste, was wir in der Ausgabedatei ausgeben möchten, ist der Header. Auch dafür gibt es ein Kommando, write header. Damit ist die Datei vorbereitet und jetzt müssen wir nur noch jede einzelne Zeile lesen und verarbeiten. Jede Zeile im Reader wollen wir auf jeden Fall in den Weiter wieder rausschreiben. So, damit haben wir bereits ein kleines Skript, was unser CSV mehr oder weniger kopiert. Jetzt müssen wir natürlich noch Lat und Lon dazu anfügen. Ich hatte vorher bereits gesagt, das Ganze ist also ein kleiner Webservice. Wir brauchen also ein Modul, was einen HTTP-Request absenden kann. Und da bietet sich das Requests-Modul an. Das ist sehr, sehr einfach zu benutzen. Ein Request schickt man einfach, indem man die Get-Funktion aufruft.
Die benötigt natürlich die URL, in unserem Fall http localhost port 8088. Wir möchten die Search API benutzen und aus historischen Gründen muss man das PHP dabei noch mit angeben. Außerdem müssen wir natürlich die Parameter angeben. Dazu können wir einen kurzen Blick auf die Hilfe noch einmal werfen. Die Dokumentation hat auch eine API-Referenz und wenn wir uns die Suche angucken, gibt es zwei Möglichkeiten, die API anzusprechen. Wir können einen freien Text senden mit dem Q-Parameter oder wir können eine strukturierte Anfrage senden, wenn wir bereits wissen, was die Straße, der Ort, das Land und so weiter ist. Das ist in unserem Fall der Fall. Unser CSV hat wunderbar Straße, Postleitzahl und Ort drin. Das heißt, wir werden diese Form benutzen. Füllen wir also die Parameter aus. Und wir haben gesagt Street. Ein kurzer Blick auf unser CSV. So heißt die Spalte Straße. Als nächstes folgt das Feld City. Das ist verfügbar in unserem CSV unter dem Namen Ort. Und schließlich noch der Postal Code. Der wiederum ist verfügbar unter dem Namen PLZ. Jetzt füge ich noch einen zusätzlichen Parameter hinzu, der das Format beschreibt, das Ausgabeformat. In diesem Fall möchten wir gerne JSON haben, und zwar JSON V2. Das ist alles, was wir benötigen. Damit wird erfolgreich später eine Anfrage an unseren kleinen Server gesendet werden. Jetzt müssen wir natürlich noch die Antwort lesen. Die Antwort findet sich in R-Text. Da wir nach JSON gefragt haben, wird sie auch aus JSON bestehen. Das müssen wir noch parsen. Dazu benutzen wir das JSON-Modul von Python. Das heißt, unser Resultat laden wir aus R-Text. Jetzt kann das natürlich bei manchen Anfragen passieren, dass wir kein Resultat erhalten. Das heißt, wir müssen noch schauen, dass tatsächlich Daten drin sind. Und wenn Daten drin sind, bekommt man da ein Array zurück mit den verschiedenen Resultaten. Und wir benutzen einfach das erste Resultat und extrahieren da Latitude, Longitude und fügen das unserer Spalte, unserer Zeile hinzu. Und damit ist unser kleines Skript zur Anreicherung unserer Adressliste mit Geokoordinaten bereits fertig. Schauen wir uns an, wie unser Import läuft. Der ist also schon etwas fortgeschritten, wird aber noch 3 Minuten brauchen, bis er fertig ist. Während er läuft, können wir noch ein wenig darüber reden, wie der Importprozess funktioniert. Im Wesentlichen besteht der Importprozess von Nominaten aus 2 großen Schritten. Das erste ist der Datenimport mit OSM to PDSQL. Dabei werden die OSM-Daten gelesen und in eine große Tabelle alle Daten gespeichert, die nützlich sein könnten oder die man später finden will. Der zweite Teil besteht darin, dass man diese Daten nimmt und zum einen mit Adressinformationen anreichert und zum anderen den Suchindex erstellt. Und dieser Schritt ist der aufwendige Schritt, der auch die meiste Zeit dauert. Das Ganze funktioniert so, dass man sich über verschiedene, was wir Ranks nennen, arbeitet. Es geht von Rank 0 bis Rank 30 und der Rank beschreibt, wie groß die Ausdehnung eines Objektes ist. Das heißt zum Beispiel, Rank 4 beschreibt ein ganzes Land, Rang 16 ist normalerweise eine Stadt, bei Rang 26 sind wir auf dem Level der Straßen und bei Rang 30 auf dem Level der Boys. Was jetzt wichtig zu wissen ist, ist, dass die Rang 26, die Straßen, und Rang 30, die POIs und Hausnummern am längsten brauchen. Grob gesagt, brauchen etwa die beiden die Hälfte der Zeit des gesamten Nominatim-Importprozesses. Das ist insofern ganz wichtig, ganz interessant zu wissen, weil man hier sieht, während
die Angaben vorbeiscrollen, wo er gerade ist, wie viel Zeit noch übrig bleibt. Das heißt, man weiß, wenn man in Rang 26 ist und er schon fast fertig ist, dann wird man nochmal so viel Zeit brauchen. Wenn Rang 30 fast vorbei ist, dann ist auch der Import fast geschafft. Im Allgemeinen gilt, kleinere Imports sind ohnehin kein Problem. Wenn man größere Sachen importiert, wie Europa oder die Welt, dann sollte man, wenn man nach einem Tag immer noch nicht sieht, dass er Rang 26 indiziert, doch nochmal vielleicht den Import abbrechen und die Postgres-Einstellungen überprüfen. Ansonsten gibt es auch noch eine weitere neue Funktion, jetzt mit Nominatim 3.7. Sollte der Import doch mal schief gehen an dieser Stelle, kann man den Import mit einer speziellen Funktion import continue. Das sieht man hier, es gibt eine import continue Funktion, kann man den Import fortsetzen. Das heißt, wenn zum Beispiel mal die Festplatte vollgelaufen ist oder ähnliches, muss man nicht gleich wieder von vorne anfangen. Im Augenblick funktioniert es noch ein bisschen manuell, das heißt, man muss noch wissen, an welcher Stelle des Prozesses man gewesen ist. In den nächsten Versionen werden wir das auch mehr automatisieren. Damit ist der Import fast abgeschlossen. Wir haben Rang 30 geschafft. Jetzt muss er noch einige Indizes erzeugen. Das geht aber bei einer so kleinen Datenbank recht schnell. Gut. Wie bereits gesagt, wenn man jetzt nochmal schnell kontrollieren will, ob der Import geklappt hat, kann man die Funktion CheckDatabase benutzen, die kurz schaut, dass alle Indizes und Tabellen da sind. In unserem Fall ist alles okay und damit können wir den kleinen Webserver starten. Nominatim Surf. Er meldet, dass er sich erfolgreich an Port 8088 gehängt hat. Bevor wir das tun, noch eine kleine Änderung am Skript, um die Daten direkt auf der Konsole auszugeben, damit wir gleich sehen, ob das alles richtig ist. Und damit können wir das Skript starten. Ah, da sehen wir in der Tat, kommen unsere Adressen mit Koordinaten raus. Gut, dann speichern wir das tatsächlich in eine Datei. Das geht relativ fix, innerhalb weniger Sekunden. Und wir sehen die Details fertig. Jetzt können wir uns noch kurz anschauen, ob die Daten auch richtig sind. Dazu habe ich ein QGIS geöffnet. Öffnen wir also kurz den Layer mit den CSV-Dateien. X und Y sind Latitude Longitude, damit können wir sie schon zufügen. Wenn wir jetzt noch sehen wollen, wie sich die Daten verteilen, kategorieren wir hier die Werte ein wenig. Die Daten sind teilweise vollständig, teilweise mit QA, das heißt, wir versuchen einfach mal das Jahr da hinaus zu puzzeln. Und zwar im Feld voraussichtlichen Betriebnahme. Da schon suchen wir 20 irgendwas als Datum. Das scheint zu funktionieren. Und damit können wir es klassifizieren. Nehmen wir noch die Red Gray. Und jetzt kann man sehen, da wo die schwarzen Punkte sind, ist die Glasfaser-Inbetriebnahme noch nicht so richtig fortgeschritten. Gut. Ich hoffe, Sie konnten sehen, dass man Nominatim lokal relativ schnell installieren und einfach benutzen kann.
Für wen ist das nützlich? Vor allem dann, wenn man große Mengen geocodieren will und keine Zugriffslimits haben. Der Vorteil ist außerdem, dass ein lokales Nominatum individuell anpassbar ist. Man kann Daten hinzufügen, Daten weglassen. Und natürlich alle die, die auf Datenschutz achten müssen, senden dann nicht geheime, eventuell geheime oder private Adressen an unsere Server. Man muss nicht immer ein lokales Nominatum installieren. Wer einfach eine kleine Suchbox auf seiner Website betreibt, ist durchaus willkommen, unseren Webservice nach wie vor zu benutzen. Und genauso, wenn man einfach nur ein paar Adressen geocodieren muss. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Mehr Informationen gibt es auf der Website von nominatim.org. An dieser Stelle auch ein Dank an die Unterstützer, die die Nominatim-Entwicklung in den letzten Jahren unterstützt haben und besonders auch die verbesserte Installation dadurch unterstützt haben. Dann stehe ich jetzt für Fragen zur Verfügung. Herzlichen Dank, Sarah, für diese Demonstration. Es kamen einige Fragen rein hier im Fragentool. Wenn ihr noch weitere habt, ihr könnt auch noch weitere stellen. Bitte schreibt die nicht in den Chat, sondern in den Fragen-Tab, den ihr im gleichen Bereich findet. Die erste Frage, die wir da haben, ist es möglich, Nominatim und PostGIS auf unterschiedlichen Servern oder in unterschiedlichen Containern zu betreiben und zu verknüpfen? Das ist natürlich möglich. Ich hatte ja im Vortrag kurz erwähnt, dass man die Datenbank DSN setzen kann. Und das kann man natürlich auch auf eine externe URL machen. Das ist also ein ganz gewöhnlicher DSN. Die Frage ist ein wenig, ob sich das lohnt. Das ist natürlich, wenn man Container betreibt, schon. Aber das Heavy Lifting in Nominatim wird in der Datenbank betrieben. Also das meiste von Nominatim ist PL/SQL. Das heißt, Nominatim selber ist sehr dünn. Das sollte man dabei bedenken. Okay, vielen Dank. Die nächste Frage ist, in welcher Version bringt Nominatim OSM to PGSQL mit? Und ist die Flex-Erweiterung bereits integriert? OSM to PGSQL war immer ein Teil von Nominatim. Allerdings hat es eine spezielle eigene Version, weil es auch ein spezielles Output-Backend gibt in OSM to PGSQL, was genau zu Nominatim passen musste. Wir haben vor, das Ganze auf das Flex-Backend umzustellen und das wird es dann auch einfacher machen, seine Stile anzupassen. Dann habe ich noch die Frage, die ich selber reingestellt habe. Muss man Nominatim aus dem Quellcode kompilieren, so wie du das da gezeigt hast? Oder gibt es auch fertige Installation-Packages, vielleicht sogar in den Repositories der Distributionen? Im Augenblick muss man es noch selber kompilieren. Dass man das so schön installieren kann mit Mac Install, das ist neu seit der letzten Version. Vorher musste man es also sogar noch im Source-Verzeichnis ausführen. Aber da wir das jetzt getan haben, wird hoffentlich dann demnächst auch kommen, dass die Package, also Betreiber wie Debian und so, dann Nominatim auch anbieten können als Packages. Das ist das Ziel, dass das irgendwann mal wirklich so einfach wird. Dann sind da gerade noch zwei Fragen reingekommen. Auf nominatim.org sind nur Installationen für Linux-basierte Operating Systems beschrieben. Funktioniert die Anwendung auch unter Windows? Im Augenblick nicht. Nominatim hat eine Postgres-Erweiterung, eine C-Erweiterung, die relativ schwierig zu installieren ist. Das ist auch eine Sache, wo wir gerade dabei sind, die loszuwerden. Und wenn das mal passiert ist und wir wollen außerdem PHP loswerden, wenn auch das passiert ist, dann denke ich, wird es relativ einfach werden, das auch auf Windows zu installieren. So, ich würde sagen, in einem Jahr oder so kann man dann das mal probieren. Und die letzte Frage können wir, glaube ich, gerade noch so reinquetschen. Wie ist der Fahrplan bei Nominatim bezüglich Fuzzy Search? Ganz schwierige Frage. Auch da im Augenblick findet ein großer Umbau statt, wie das passiert, dass die Query gepasst wird. Das sind quasi die Grundlagen dazu. Danach kann man mal reingucken. Aber im Augenblick will ich da keinerlei Versprechen geben, wo sich das hin entwickeln wird und wie das passieren wird. Im Augenblick empfehle ich dann nach wie vor, Photon zu installieren.
Vielen Dank, Sarah.